Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft Legion und immer noch auf der Suche nach Maiev. Und wir brauchen jetzt noch Kester Weitsucher und den Turm müssen wir noch überprüfen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, der zeigt mir jetzt eigentlich diese Richtung hier an. Heißt das, wir müssen wieder nach oben? Wenn ich es wüsste, würden wir eindeutig hier zackiger vorankommen. Naja, schauen wir mal. So. Jetzt hole ich den erstmal da weg. Was war das? Seele der Macht? Sieht gut aus. Seele der Macht hört sich total gut an. Und bam. Alles klar. Okay. Warte mal, vorher hole ich mir hier. Uah! Klapprige Balliste. Alter. Nee, die wollten nicht zu mir. Oh, hab ich mich jetzt verjagt, ey. Ich hab schon gedacht. Ja, du willst zu mir, ne? Ja. Warte mal ab, mein Freund. Du bist gleich um. Hoffe ich jedenfalls. Jo, alles klar. So, Heilung nehme ich aber mal kurz mit. So, und der Typ ist da oben. Okay. Hallo, guten Tag. Na, ich bin schon auf der Wir Suche haben nach die Mauern Ihnen. verstärkt, Dämon. Ihr werdet hier nicht lebend rauskommen. Was, werde ich nicht lebend rauskommen? Ja, da kannst du. Kannst du. Ja, sogar recht haben. Kannst du sogar recht haben. Aber ich versuche mein Möglichstes. Muss hier einfach ein bisschen noch gucken, was sich da unten. Nein, hör auf damit. Brauche mich nicht. Mag ich nicht. Hilfe. Ach, jetzt hätte ich das auch zünden können. Okay. Egal. Jetzt habe ich ihn eh gleich, hoffe ich. Ach, nun komm, du Fall. Alter, fall jetzt um, Ich ey. muss die anderen warnen. Ja, warn du mal die anderen. Hauptsache, ich habe dich umgemacht. Ach, hier haben wir das. Trotz unseres stundenlangen Verhörs Wunderbar. leistet die Wächterin noch immer erbitterten Widerstand. Bezieht sich das vielleicht auf Maiev? So, Mitternachtsschmiede überprüfen. Ach, du ahnst es nicht. Wo ist denn hier die Mitternachtsschmiede? Da hinten. Oh, weia. Muss ich mich jetzt hier durchprügeln? Okay, wir machen erst noch mal ein paar Waffenständer hier kaputt, die so ein bisschen auf dem Weg Bleibt tapfer, liegen. Champions! Man fordert uns heraus, doch wir werden Oh, siegen! hier. Traumlaub. Haben will. Dankeschön. Waffenständer. Super. Hier drüben war da auch noch einer. So, totale Konzentration hier bei mir gerade. Alles klar. Der ist um. Da ist noch einer da hinten. Jetzt hole ich mir erstmal den Waffenständer hier noch. Oh, jetzt muss ich echt mich hier durchschnetzeln, ey. Alter Schwede. Was als nächstes? Okay, das. Dann das und um ist er. Alles klar. Haben wir das auch geklärt? Soll ich mich mal hier auf so eine Balliste hocken? Was macht die denn überhaupt? Aha, okay. Aha. Okay. Aha, bringt das jetzt hier irgendwie was gerade? Anvisieren. Das hat es ja gebracht. Ich habe die Balliste kaputt gemacht. Super. Ja, ich muss da runter, ne? Irgendwie hier in die Schmiede. Okay. Es leuchtet überall, das finde ich super. Au, ey, du Arsch.
Habe ich dich anvisiert? Oh, ich treffe immer die Eins nicht. Warum nicht? Irgendwas stimmt mit meinen Fingern schon wieder nicht hier. Mann, 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 Mann. Nochmal. Okay, hab die Sau. Alles klar, hier ist die Schmiede. Waffenständer kaputt. Und einmal überprüfen. Das ist Maievs Waffe. Sie war hier. Ja, das ist schön. Schön, dass sie hier war. Wie schaut's denn hier drüben aus? Hier sieht's gut aus. Hauen wir das hier auch gleich noch kaputt. So, und hier Top of the Wall. Top of the Wall ist nicht gut. Toll. Wieso wird mir das hier auf der Karte jetzt nicht angezeigt, wo ich hin muss? Bereit zur Abgabe. Da ist noch der Dings. Bereit zur Abgabe. Super. Wo muss ich denn abgeben? Trelan, kannst du mal da weggehen? Ich muss hier irgendwie abgeben gehen und du bist mir im Weg. Ach, mir schläft schon wieder das Bein ein. Okay, ich gehe mal hier so, ne? Ich gehe mal hier so drüber. Ich habe Hunderte vor euch getötet. Oh Gott, ey. Wenn der anfängt zu quasseln, ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode. Wo muss ich denn jetzt hin? Das ist die falsche Richtung laut Karte, das weiß ich. Aber irgendwie weiß ich gerade nicht, wohin mit mir. Ich versuch's einfach. Oh, guck mal. Da sind gerade welche unterwegs. Was ist denn das hier alles? Rebellen der Nachtgeborenen? Wen hat der denn da alle dabei? Okay. So, das ist auch kaputt. Auch kaputt. Ich mache hier alles kaputt. Ich mache die ganze Burg kaputt hier. Muss ich jetzt hier die Stufen hoch oder? Hier, komm du mal her. Du bist mir da irgendwie ein bisschen im Weg. Okay. Dich haben wir. So, gehe ich jetzt nochmal hier hoch. Ich habe das schon mal hier gemacht, aber ich erinnere mich, also weiß Gott, nicht mehr daran, ey. Also wirklich sowas von gar nicht, wie wir jetzt hier hin müssen. Okay, jetzt schon um. Wunderbar. Das kann natürlich jetzt sinnlose Sucherei hier werden. Aber jetzt mache ich das erst noch fertig hier. Okay. Ja, aber wo soll ich denn jetzt bitte hin? Maievs Spuren. Sucht Kerkertürm, Wachturm. Ich treffe euch dann auf der anderen Seite der Festung. Muss ich jetzt hier raus? Ja gut, warte mal. Ich gucke erst nochmal kurz hier oben. Da ist ja noch ein Schätzchen. Dann kann ich mir das auf jeden Fall mal mitnehmen. Auf der anderen Seite der Festung. Muss ich jetzt hier komplett raus? Oh Gott, ey. Herr, steh ihm bei. Die wilde Sucherei hier los. Muss ich zurück Richtung Bradenbach oder wie jetzt oder was? Ich habe gerade keine Ahnung. Wer warst du? Du warst irgendwie komisch. Okay. Auf das Pony nochmal drauf, bitte. Hoffentlich gehe ich den Weg jetzt nicht umsonst hier. Das wäre ärgerlich. Okay, aber der Pfeil zeigt schon mal in die Richtung. Das ist doch schon mal viel wert. Auf der anderen Seite der Festung. Ich bin jetzt zu blöd? Ich bin zu doof. Ich krieg das hier auch nicht angezeigt. Wieso nicht? Auf
der anderen Seite der Festung haben wir Blablabla. Ja, die habe ich gemacht. Und wo soll ich die jetzt abgeben? Ich kapiere es nicht. Auf der anderen Seite der Festung. Okay, also hier nicht. Hier hinten ist ja noch ein Zugang zur Festung. Aber das sieht eigentlich auch nicht so aus, als ob ich dahin müsste. Da geht hier diese Brücke hoch. Nee, das ist doch hier nicht richtig. Oh, hallo? Warum wird mir das denn hier so kacke? Ach Mann, aber auch. Gehe ich nochmal in die Festung rein. Was anderes weiß ich jetzt nicht. Super. Geht die wilde Sucherei hier wieder los. Hallo, Ziegenbock. Ja, ja, Akku. Ich weiß. Ja, und da war Traumlaub. Egal. Geh jetzt mal wieder zurück gerade. Jetzt mach mir doch mal bitte die Akku weg. Das ist ja lästig. Auf der anderen Seite der Festung. Ja. Da ist nochmal Traumlaub. Muss ich irgendwie hier lang? Nee, Meister der Waffen. Ich reite dir mal gerade hinterher. Oh, ich habe Akku. Ach, da. Alles klar, ja, ja. Jetzt habe ich es auch gesehen. Da irgendwo. Guckst du blöd. Hier irgendwo. Was ist denn hier los? Ach ne, hier bin ich. Aber okay, jetzt kriege ich ja hier immerhin schon mal das Fragezeichen angezeigt. Das ist aber... Da, oh, Alter. Weißt du, Jared? Mut. Hätte man auch einfacher machen können, wirklich. Gute Arbeit, Poison. Zweifellos haben sie Maiev bereits in die Kerkerzellen unterhalb des Turms gebracht. Okay. Ich nehme die Handgelenke. Jo, dankeschön. So, Quest beenden. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um sie im letzten Moment noch zu verlieren. Maiev muss sich in den Kerkerzellen unterhalb der Rabenwehr befinden. Ich habe mich da oben umgesehen. Der Kerkereingang wird von einem furchterregenden Kerkermeister bewacht. Oh, super. Ich werde mich vorbeischleichen und die Wachen im Inneren ausschalten. Besiegt ihr Araxas, nehmt ihm den Schlüssel ab und trefft mich dann drinnen. Na, du bist ja nett. Gute Reise. Folgt mir hinauf zum Festungswall. Ich gewähre euch einen schnellen Tod. Folgt mir hinauf. Ja, warte doch mal. Da war doch Traumlaub. Komme ich da von hier irgendwie gerade mal schnieke dran? Hier irgendwo? Warte mal. Von hier? Du warst wer? Trelan-Schildbrecher. Der Trelan geht ganz schön... Ach, da. Der geht ganz schön weit. So, okay, habe ich das auch? Mal warten, Trelan. Trelan, geh mal wieder zurück. Musst du nicht mal aufs Klo oder irgendwo? Ah, danke. Und ihr werdet es Dankeschön, das ist sehr nett von euch, dass ihr mir den da gerade mal wegholt. Die sind hier alle auf PvP. Ist hier irgendwie ein Arena-Gemetzel da unten irgendwie PvP-mäßig oder so? Könnte sein. Alles möglich hier in diesem Spiel. So, folgt mir. Ja, ja, ich komme, mein Freund. Wo bist du denn jetzt hingerannt? Achso, im Zweifelsfall nach unten Richtung Kerker. Das macht wohl Sinn. So, hier geht's nicht durch, okay. Liebesgöttin, aha. Der Torwächter. Ja, muss ich jetzt hier irgendwie... Nee, der lässt mich da nur rein, ne, wenn ich mit dem rede. Wollt ihr wirklich schon gehen? Bin auch gerade erst gekommen. Nee, da rein will ich nicht.
Folgt mir ins Innere, hat er doch gerade gesagt. Wohin denn ins Innere? Oh Mann. Der ist doch hier reinmarschiert. Also heute suche ich mir hier einen ab, ey. Hier geht's nicht weiter, hier bin ich wieder draußen. Verarschen mich doch hier heute alle. Da ist es irgendwo. Da hinten? Hinten oben. Also eher oben. Raff ich nicht. Ich raff's wieder nicht. Ja, da wird gerade anscheinend PvP gemacht. Wie komme ich denn da hin, wo ich hin will? Wie komme ich nur auf die scheiß Tribünen? Hä? Toll, reiten kann ich hier auch nicht. Ach ja, ihr Lieben, das wird heute eine Suchfolge hier. Oh Gott. Wer hat mir denn da? Der vergessene Schmied. Habe ich schon wieder irgendwo was liegen lassen? Ja, kann das sein? Der ist doch hier reingerannt. Ich bin doch nicht bescheuert. Wie einer sagt jetzt was Falsches. Nee. Oder ist der hier reingerannt? Jetzt bin ich gerade total verwirrt. Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Da geht's hoch, da geht's hoch. Okay, schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus, okay. Da ist einer. Da ist einer. Sag kein Wort. Geh weg, du Arsch. Ich mach dich um. Okay. Noch einer. Was? Machen wir das. Oh, da kommt einer auf einem bösen, bösen, bösen Viech. Ich sehe es genau, ey. Alles klar. Ja, den kann ich jetzt gleich hier runterholen. Ja, mein Freund. Gib mal, mach mal friedlich hier. Hab dich. Hab dich. Du dummes Stück. Ach, da ist der komische Araxas. Okay, dann hole ich aber den erst hier weg. Ja. Hast es gleich hinter dir. Wow, die macht aber... Oi. Das ging aber jetzt mal... Uiuiui, ging das flott. So, hier. Du Arsch. Einmal Heilung. Okay, Buffut habe ich noch. Und go. Noch ein Gefangener für meine Zellen? Ja. Halt die Klappe. Ich werde aus eurem Körper und Willen brechen müssen. Whatever. Du machst das schon. Ja, Bewegungsdings ist mir eigentlich auch gerade egal. Hauptsache, ich caste mal hier fröhlich weiter. So, dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann machen wir dieses. Und das nochmal hinterher. Okay, es läuft. Es läuft, ihr Lieben. Wie ihr seht. Okay, jetzt habe ich das. Dann mache ich das. Diesen. Alles klar. Um ist er. Das Addon ist super. Ey, also das Addon ist richtig gut. Ihr seht ja. Ich krieg's langsam. So langsam wird's hier bei mir. Top of the Wall? Echt? Da oben oder wo? Wo ist hier Top of the Wall? Okay. Hier sehe ich jetzt nichts. Okay. Naja. Keine Ahnung, wo Top of the Wall ist. Ich gehe jetzt nach Jared gucken. Oh wei. Oh wei. Jetzt geht's bergab. Jetzt geht's bergab mit mir. Oh, schön, die liegen hier alle. Da war schon anscheinend einer vor mir da. Kann das sein? Das finde ich aber sehr nett.
Das finde ich total töfte. Düster Pferch. Oh mein Gott. So. Ich hätte es fast rausgeschafft. Ja, aber nur fast. Und ich nehme mal hier gerade die Schatztruhe mit, die hier rumliegt. So, Jared, mein Freund. Habt ihr den Schlüssel? Natürlich habe ich den. Gut, mit diesen Schlüsseln sollten wir alle Kerkerzellen aufsperren können. Maiev muss irgendwo in diesen Kerkern sein. Auf dem Weg hierher fand ich ihre abgestreifte Rüstung. Wir sollten uns aufteilen, um die Zellen schneller abzusuchen. Wir müssen sie finden. Sucht Maiev Schattensang im Kerker. Ich nur Allah. Okay. Was will der Tote hier von mir? Geopfert. Ach, der ist gar nicht tot. Was okay. Habt ihr Freiheit für die Illidari. Der Dämonenjäger der Illidari blutet aus mehreren grässlichen Wunden. Offensichtlich ist er hier zum Sterben zurückgelassen worden. Im Gefängnis sind noch drei meiner Kameraden. Wir sind auf unserer Patrouille hier in einen Hinterhalt geraten. Für mich besteht keine Hoffnung mehr, aber bitte rettet die anderen. Falls ihr uns ich werde nicht den Gefangenen hier in seinen letzten wohl. Momenten beistehen. Geht vor und sucht Maiev. Okay. Ich versuch's, mein Freund. Ich versuch's. Ich versuch's. Ist die Frage, wo ich hin muss. Ich renne hier durch die Kloake. Da geht's anscheinend wieder hoch. Hier haben wir das schon mal. Wer bist du? Sirius Schwarzschwinge. Okay. Dann werden wir bei dir mal gucken. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Familie steht. Er ist totenbleich, er zittert unkontrolliert. Mein Blut, es brennt, oh, die oh. Teufelsmacht, ich kann sie nicht, gut. Beherrschen. Ah! Oh Mann, ey. Du siehst aber auch hässlich aus, mein Freund. Nein, eigentlich siehst du ziemlich cool aus sogar, aber... ja. Pass mal auf, wie cool ich jetzt gleich hier aussehe. Die Dämonen kontrollieren die Rabenwehr. Ihr müsst sie stoppen. Wer bist du denn da draußen jetzt gerade? Und wer hat das Tor zugemacht? Und warum? Bist du wichtig? Nee, du bist nur ein Geisteroffizier, okay. Okay, kommst du hier rüber? Nee, du gehst da lang. Okay, dann in die nächste Zelle. Wer bist du, Ascha Rabenruf? Azeroth darf nicht fallen. So, wir haben einen gefährlichen Schreckenslord verfolgt. Leider hat er uns geradewegs in eine Falle gelockt. Arduin hat mich geschickt, ihr seid frei. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Und fall mich jetzt bitte nicht an. Es tut mir leid zu hören, dass Arduin es nicht geschafft hat. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Dämonen für seinen Tod büßen. Okay. Mach du da. Maiev! Endlich! Ach Gott, ey. Was für ein Theater. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Maievs Gesicht ist blutunterlaufen, ihre Lippen sind aufgeplatzt und ihr Körper ist mit Narben übersät. Sie sieht mager und erschöpft aus, aber ihre Bewegungen sind immer noch kraftvoll. Wochenlang haben sie versucht, mich zu brechen, diese Amateure. Ich habe geschwiegen, die Minuten gezählt, ihre Schritte geschätzt und den Stimmen außerhalb meiner Zelle gelauscht. Ich habe auf meine Chance gewartet, um meinen Peinigern zu entkommen und mich zu rächen. Und jetzt bringt ihr mir meine Rüstung und mein Schwert. Ich werde meine Rettung mit einem Blutvergießen feiern. Maiev lächelt. Ihr habt meine Rüstung und Glewe mitgebracht. Ja, habe ich gemacht. Ich danke euch. Kein Ding. An diesem Ort hätte ich keine Rettung erwartet. Ja, wo ist mein Bruder? Ja, weiß ich auch nicht. Abhanden gekommen. All eure Vermutungen waren korrekt. Gul'dan hat Lord Rabenkrone und seine geisterhafte Armee aus dem Grab erweckt. Jetzt dienen sie der Legion und bewachen die Geheimnisse des Turms. Während Rabenkrone von oben das Kommando führt, hat Leutnant Destel Sternauge die Aufsicht über den Kerker. Er hat mich die letzten Monde über gefoltert, aber ich blieb unbeugsam. Maiev lässt einen Finger über ihre geschwungene Klinge gleiten. Sein Leben muss enden. Okay. Immer wachsam. Von mir aus. Kleiner Bruder, ihr kommt wegen mir, obwohl ich versucht habe, euch zu töten. Das spielt keine Rolle. Ich habe gehört, was im Verlies der Wächterinnen vorgefallen ist. Als wäre mein Haar nicht schon grau genug. Warum habt ihr Gul'dan allein verfolgt? Elun sei Dank, dass ihr noch lebt. Ganz genau, Bruder. Wir haben größere Sorgen.
Gehen wir. Sternauge muss sich jetzt verantworten. Oh ja, und schon rennen sie los. Ja, Alter. Haut doch ab, ey. Ich schätze mal, ich muss da lang, oder? Kann das sein? Er steht schon so da. Laut Rabenkrones Streitmacht wird das Land von allen Invasoren säubern. Ihr habt euch schon immer überschätzt. Ein weiterer sinnloser Tod, wenn ihr drauf besteht. Wo sind die denn? Jetzt quatschen die hier Opern, ey. Ihr wagt es, einen Adligen der Kaldorei anzugreifen. Ihr werdet vergeblich um Gnade winseln. Ich schätze mal, die sind hier, oder? Irgendwo. Knien gehörte nie zu meinen starken Sternen. Ja, das glaube ich. Solltet ihr inzwischen wissen. Ihr könntet mir hier mal helfen, ihr Quatschbirnen. Wisst ihr? Was machen die da ohne mich? Lord Rabenkrone hat mir diesen Posten zugeteilt. Ich werde nicht vor euch Dämonen weichen. Ist denen schon aufgefallen, dass ich nicht da bin? Und wir sind keine Dämonen. Erkennt ihr mich nicht? Es ist zwecklos, Bruder. Wie die anderen Untoten sieht auch er nur, was er sehen soll. Die quatschen hier ohne mich. Was war jetzt? Da muss ich doch nochmal gerade gucken. Leuchtet was? Ach so, den Leichnam brauche ich noch. Ach Gott. Ja, findet Frieden. Danke. Ja, gut, dass ich hier lang bin. So, okay. Ach, das sind die Herrschaften. Ja, schön, dass ihr schon ohne mich angefangen habt. Wir werden obsiegen. Ach, die über... Eine Komm Tragödie. Schon. Alter. Selbst im Tode wollte er nur unser Volk beschützen. Hier, dieser Kanal wird uns zurück ins Freie führen. Schnell, bevor... Wollt ihr mich jetzt verkaspern hier gerade? Da ist eine Schatztruhe. Hole ich mir die jetzt erstmal. Dankeschön. Ja, super. Und jetzt? Wo sind denn jetzt meine beiden Helden? Sag mir nicht, ich muss die erst unten wieder einsammeln. Die sind doch eben nur losgerannt ohne mich. Ich hasse es. Ja, sein Leben muss enden. Sprecht mich nochmal an, steht hier nicht. Friedhof. Ja, ich habe ihn aber nicht getötet. Ich kann nicht zum Friedhof. Was ist das heute so schwierig hier? Stehen die beiden jetzt wieder da unten? Oder muss ich hier oben auf Respawn warten? Ich habe keine Ahnung. Die stehen ja hier auch nicht. Dich habe ich gerettet. Ja. Er kämpft da hinten. Hier ist keiner mehr. Ja, Freunde, ich mache den aber jetzt doch auch nicht alleine hier, ne? Also ich meine nur mal so. La 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 la. Und bam, ist tot. Wunderbar. Ach nee, du jetzt aber nicht auch noch. Ah, hier sind sie. Okay, alles klar. So, ihr zwei hier. Können wir den jetzt machen? Wir machen den jetzt. Ich fange an. Laut Rabenkrones Streitmacht wird das Land von allen Invasoren säubern. Doch ihr werdet von meiner Hand fallen. Ihr habt euch schon immer überschätzt. Hört mal hier, ihr müsst mal ein bisschen zuschlagen hier, ne? Maiev, mach mal was bitte. Das dauert ja ewig sonst hier mit dem Kerle. Ihr wagt es, einen Adligen der Kaldorei anzugreifen. Ihr werdet vergeblich um Gnade winseln. Ja, Abklingzeit, Abklingzeit, Schattengeist. Ach, kann hier wieder nicht, ich kann wieder nicht alles gleichzeitig, Freunde. Maiev, mach's um. Daut mich. Lord Rabenkrone hat mir diesen Posten zugeteilt. Ich werde nicht vor euch Dämonen weichen. Rabenkrone? Unmöglich. Und wir sind keine Dämonen. Erkennt ihr mich nicht? Es ist zwecklos. Nein, offensichtlich erkennt er dich nicht. Könnt ihr euch mal bitte hier aufs Kämpfen konzentrieren, ihr zwei Labertypen?
Ich meine, wir haben ihn ja gleich. Ich gewähre euch einen schnellen Tod. Ja, kannst du machen. Aber noch sind wir nicht tot. Das Schild immer mal zwischendurch ein bisschen anmachen hier. Schon mal dran denke. Laut Rabenkrone ist unbezwingbar. Wir werden obsiegen. Ja, Schnauze. Eine Tragödie. Selbst im Tode wollte er nur unser Volk beschützen. Okay, können wir hier abhauen? Dieser Kanal wird uns zurück ins Freie führen. Ja. Schnell, bevor unsere Feinde sich neu organisieren. Genau. Ich habe hier auch keinen Bock mehr. Ich finde es ein bisschen schwierig hier mit euch. So, verlasst den Düsterpferch. Genau, das machen wir jetzt. So, Subi, jetzt sind wir hier wieder bei der Heldenrast. Alles klar. Und bei dir kann ich abgeben. Die anderen Illidari haben es nicht geschafft. Ich aber verdanke euch mein Leben. Eins habe ich während meiner Zeit im Gefängnis gelernt. Die Dämonen in Rabenwehr müssen sterben. Alles klar. Und bei dir, Majes. Lord Sternauge entstammt einer adligen Familie, doch in Kriegsangelegenheiten konnte er es nie mit Rabenkrone oder meinem Bruder aufnehmen. Jetzt, wo er besiegt ist, können wir uns seinem Befehlshaber zuwenden. Das wird allerdings keine einfache Aufgabe. Wir müssen erst unsere Kraft sammeln, bevor wir uns Lord Rabenkrone selbst stellen. Alles klar, was gibst du mir denn hier eigentlich, du? Schattenwort Tod, 3%, Vampirberührung, eine schattenhafte Erscheinung zu erschaffen. Aha, aha, ich nehme das. Okay. Balchara. Fertig. So, und die Rabenwehr. Auch fertig. Wir werden Lord Rabenkrone schon bald entgegentreten. Genau. Ich gehe zu meinen anderen Sachen zurück. Da hast du, das hast du schön gesagt, meine Liebe. Und das werde ich in der nächsten Folge machen, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.